Wenn Helmut Karasek nach Rostock kommt, kommen sie alle. Und es müssen sogar noch mehr Plätze geschaffen werden. 80 Jahre ist er alt und heute hat er in Berlin zum ersten Mal seinen Koffer vertauscht. Also in meinem Koffer waren die angestrichenen Bücher und so habe ich heute ein bisschen improvisiert. Aber das hat mir dadurch noch mehr Spaß gemacht. Denn mitten in der Lesung gibt es Neuigkeiten von seiner Sekretärin. Das ist wirklich toll. Sie müssen in den sauren Apfel beißen, morgen über Berlin fahren und die Koffer selbst tauschen. Ich schwöre es Ihnen. So spielt das Leben. Ich bin so froh, dass ich Ihnen das erzählt habe, dass Sie nicht denken, ich kriege hier Ermahnungen. Es ist wirklich nicht bestellt. Karasek liest aus seinem neuen Buch Frauen sind auch nur Männer. Darin erzählt er auf seine Weise über Banalitäten des Alltags, genauso wie über Frauen und Weltpolitik. Wenn Sie jetzt die Krim-Krise angucken, ja? Frau von der Leyen hat gesagt, die NATO soll da eingreifen. Alle Männer schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Gottes Willen, bloß das nicht. Also Frauen sind manchmal stärker als Männer. Man lässt sie nur nicht immer. Bald werden sie uns auch nicht mehr lassen, sie daran zu hindern, stärker zu sein. Hast du gehört, Einstein hat den Nobelpreis bekommen. Wofür, sagt der andere? Für die Relativitätstheorie. Was ist das, die Relativitätstheorie? Das kann ich dir erklären. Wenn du mit einem hübschen Mädchen schmust, sind 5 Minuten relativ kurz. Wenn du mit dem nackten Hintern auf einer glühenden Erdplatte sitzt, sind 5 Minuten relativ lang. Da sagt der andere, für diesen Tinef kriegt man den Nobelpreis. Bei einem, der sein ganzes Leben lang Geschichten festhält, könnte man meinen, dass er ganz gerne schreibt. Schreiben ist eine scheußliche Tätigkeit. Nur geschrieben haben ist eine schöne Tätigkeit. Wenn man den Griffel hinlegt und dann noch hofft, dass es die Leute akzeptieren werden, das ist schön. Bei aller Bescheidenheit, seine Fans lieben seine Bücher schon lange. Ich mochte ihn also ganz anders, dann hat er mir Zeit für ein herzlicher, lieber und guter Mensch. Das ist es. Ich bin das dritte Mal jetzt hier, also immer wieder ein Erlebnis. Nächster Halt für Helmut Karasek ist erstmal Berlin, seinen Koffer abholen.